Nach zwei gewonnenen Spielen folgte nun für den SC Magdeburg am 16. Oktober das nächste Bundesliga-Heimspiel. Zu Gast in der GTEC Arena war der HBW Balingen-Waldstätten. Es sollte der dritte Sieg in Folge errungen werden. Das erste Tor der Partie war ein wenig ungewöhnlich. Die Balinger spielten schon von Beginn an mit dem 7. Feldspieler und somit stand das Tor für jedermann offen. Diese Chance nutzte SCM-Keeper Yannick Green und verwandelt zum ersten Tor, zum 1:0. Somit ist kein SCM-Spieler mehr torlos in dieser Saison. Erst in der 6. Spielminute konnten die Gallier von der Alp ihr erstes Tor erzielen, Tim Notdurft mit dem 2:1. Schon recht früh setzte sich der SCM mit einer 4-Tore-Führung ab. Links außen Yves Grafenhorst trifft hier zum 6:2. Diese Führung konnten sie auch eine ganze Weile in der ersten Halbzeit halten. Hier trifft Spielmacher Cristiano Sullivan zur erneuten 4-Tore-Führung. Aber die Balinger ließen sich nicht weiter abschütteln und setzten den SCM am Ende der ersten Halbzeit unter Druck. Julian Krieg mit dem 11:9. Tor Balingen, Torschütze mit der 18, Julian Krieg. Und die Gäste konnten zur Halbzeitpause ihren Rückstand noch mehr verkürzen. Per 7 Meter warf Yves Kunkel den Anschlusstreffer zum 11:10. Die zweite Hälfte begann mit einer Schrecksekunde. Im Angriff knickte Marco Besiak mit seinem Knöchel um und musste anschließend humpelnd das Feld verlassen. Aber es gab Entwarnung. Laut aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei Marco um eine Bänderdehnung und er ist bald wieder fit. Die Balinger nutzten diesen Schockmoment und glichen zum 11:11 aus. Torschütze war hier Yannick Hausmann. Der SCM stellte aber seine Führung wieder her und legte nach. Yves Grafenhorst war an diesem Tag 6-mal erfolgreich. Hier trifft er zum 17:14. Kurzzeitig kamen die Gallier von der Alp aber nochmal heran. In der 41. Spielminute traf Matthias Flohr zum 18:17. Bei den Grün-Roten kam jetzt Dario Quenstedt ins Tor und so verhinderten die Gastgeber den Ausgleich und sie bauten ihre Führung wieder weiter aus. Der 8-fache Torschütze Robert Weber trifft hier zum 24:18 und somit ist der SC Magdeburg erstmals mit 6 Toren vor. Sieben Minuten vor dem Spielende warf Rückraumschütze Michael Damgaard sogar zur erneuten 6-Tore-Führung. Diese konnten die Elbestädter aber nicht halten und die Gäste verkürzten per 7 Meter ihren Rückstand auf 26:22. Am Ende blieb es bei der 4-Tore-Führung für den SC Magdeburg und somit war auch der dritte Sieg in Folge perfekt. Am 22. Oktober bestreitet der SCM sein nächstes Auswärtsspiel bei der GWD Minden. Hier könnte sogar der 4. Sieg in Folge festgemacht werden. Vorerst aber die Stimmen zum Spiel. Irgendwann geht halt dann auch die Kraft aus. Wir können halt relativ wenig auch noch wechseln. Und man kann, glaube ich, jetzt so kurz nach dem Spiel erstmal keinen mit Vorwurf machen, weil es haben wieder alle alles rausgehauen. Wir sind dann halt auch irgendwann auch bei 110% über der Grenze irgendwann auch hinaus. Dann kommen mehr Fehler. Das soll aber auch nicht immer eine Entschuldigung sein. Ja, wir haben es in der ersten Halbzeit, finde ich, auch nicht so gut hinbekommen, aber Magdeburg war da auch noch nicht so im Spiel. Deshalb waren es eigentlich viele Fehler auf beiden Seiten mit sehr, sehr guten Torhütern, das muss man auch dazu sagen. Und ja, zweite Halbzeit, am Anfang waren wir immer noch dran. Wir haben uns vorgenommen, wie Zecken immer dran zu bleiben. Das ist uns eigentlich auch relativ gut gelungen, aber am Schluss ist Magdeburg dann ein, zwei Tore eben immer mehr davon gezogen. Also wir wussten, dass das unangenehm gegen Balingen wird, weil sie das fast ganze 60 Minuten versuchen mit 7 Spielern anzugreifen. Das heißt, du bist in der Abwehr immer in Unterzahl und in Unterzahl mal eben den Ball gewinnen, das ist dann nicht so einfach. Wir haben das super verteidigt. Ich glaube, wir hatten nach 13 Minuten oder so 2 Gegentore. Waren in der Abwehr hartnäckig, aber sind dann natürlich ungeduldig geworden, weil wir so lange in der Abwehr standen. Wollten wir schnell das Gegenstoßtor machen, die Zuschauer sehen, dass der Torhüter draußen ist bei Balingen und machen Druck. Da wollen wir natürlich auch schnell nach vorne. Ja, und da sind viele einfache Fehler passiert, aber letztendlich standen wir über 60 Minuten, denke ich, sehr, sehr gut in der Abwehr und
Vorne haben wir unsere Sache auch gut gemacht. Wir haben das Spiel die ganze Zeit kontrolliert und zum Ende nach Hause gebracht. Also es war das erwartete Spiel oder das erwartete Bundesligaspiel, was sich zurzeit in der Bundesliga einfach tut. Es ist schwierig, viele Tore zu werfen aus vielen verschiedenen Gründen. Da sollen bitte andere drüber philosophieren, da werde ich nicht meine Meinung zu sagen. Kann mich damit auch nicht beschäftigen oder Energie verschwenden. Ich bin wirklich sehr zufrieden auch mit dem Ergebnis 26-22. Klar hätten wir auch gerne höher gewonnen. Ich glaube auch, dass es möglich gewesen wäre. Aber vom Arbeitssieg zu sprechen, nein, wir hatten ein paar Probleme diese Woche zu überstehen mit Krankheiten. Ich finde, dafür haben wir es optimal gemacht. Klar hatte ich auch das Gefühl, dass wir vielleicht in der ersten Halbzeit schon deutlich höher in die Halbzeitpause gehen hätten können. Vom Gefühl her. Ja, aber es gibt zwei Halbzeiten. Ob das nur geholfen hätte und der nochmal rangekämpft hätten, letztendlich bleibt das 26-22. Ich möchte bitte, dass meine Mannschaft damit zufrieden ist und nicht unzufrieden, weil das ist ein Sieg und der war auch verdient.